Erstmal hallo an euch alle da draußen, ich bin der Robert. In diesem Video würde ich euch gern mitnehmen zur Pfeiferei 2024. Von heute aus gesehen, am letzten Samstag, war ja eine Pfeifeausstellung in Stuttgart. Es war meine erste Pfeifenmesse, keine Ausstellung, sondern eine Pfeifenmesse. Und da das in einem relativ überschaubaren Rahmen mit so roundabout 30 Pfeifemacher war, habe ich gedacht, ich probiere das mal, ich fahre dahin. Und wenn auch jetzt die Darstellung eines Messebesuchs nicht zu meiner Kernkompetenz zählt, denke ich, wird es ein paar Eindrücke geben, dass ich euch ein bisschen so einen Überblick geben kann. Es war eine sehr schöne Messe. Ich würde sagen, sie war auch gut besucht. Und die ein oder andere Internetberühmtheit habe ich dort jetzt auch mal persönlich getroffen. Es war eine schöne Stunde in einer gemütlichen Atmosphäre. Wobei natürlich die Schwierigkeit ist, dass man dort nicht ein Stativ aufbauen kann und hochpräzise Fotos anfertigen. Aber ja, ich hoffe, ihr werdet trotzdem was Interessantes für euch rausziehen können und ich wünsche euch viel Spaß damit. Exposed by bare bones and all. It kept me safe a few hundred thousand times or more. Hiding in deep dark holes and behind closed doors. All alone, short breath and blurred sight. Will my fears have the last say? Will the tension in my bones be washed away? Can love undo the rhythms that time has made? Our minds planted seed in the trenches left behind. Leaves our judgment paralyzed. Will our fears have the last say? Will the violence in our bones be washed away? Oh, will love undo the rhythms that time has made? I'm just a man with fragile words. Where can I turn to help me understand the love and peace and my own brutality? And no one seems to have.
quiet, but the things I've seen, they won't let me turn back. Oh, the things I've seen, oh, the things I've seen, oh, the things I've seen, yeah, the things I've seen, oh, that my fears are not lasting. And the violence in my bones has begun to dissipate. My eyes have yet to see how blood liberates. So far as I can tell, it has been, is now, will be love that saves. So, da muss ich jetzt kurz reinquatschen. Und zwar hat mir der Manfred Hortig erzählt, beziehungsweise im Ralf und mir, dass diese helle Pfeife, die ihr jetzt da zwischen den zwei Mooreiche-Pfeife seht, diese helle ist ebenfalls eine Mooreiche. Das Holz ist 8000 Jahre alt und da gibt es eine Geschichte dazu. In Mecklenburg wurde dies ausgegraben. Und die Leute haben sich gedacht, ja, so altes Holz müsste gute Zaunpfähle abgeben. Dann haben sie es wirklich zusammengeschnitten und Zaunpfähle draus gemacht. Und zu ihrer Überraschung waren die Pfähle nach 2 Jahren abgefault, was ja logisch ist. Das Holz lag tausende von Jahren luftdicht verschlossen im Sand. Deswegen auch die helle Färbung, weil es eben im Sandboden lag. Und dann plötzlich bringt man es mit Sauerstoff in Verbindung, ohne dass man es vorher richtig trocknet und richtig lagert. Und dann hat es eben zu faul angefangen. Die Leute waren enttäuscht, haben die Zaunpfähle zusammengeschnitten, haben sie auf den Haufen geschmissen zum Verbrennen. Und so kam es über Umwege zum Schwager vom Herrn Hortig. Und der hat wirklich in einem Holzhaufen diese helle Mooreiche als fossiles Holz erkannt, hat sich das gekrallt und hat gesagt, da machen wir was richtig Gutes draus. Und so liegt jetzt hier eine helle Mooreichenpfeife auf dem Tisch.